Und damit herzlich willkommen zu Minecraft Dungeons. Mir ist kurz der Name nicht eingefallen. Auf dem Schwierigkeitsgrad das Ende aller Tage. Im letzten Part haben wir die gruselige Gruft gemacht. Heute machen wir die Kürbisweiden. Denn das Spiel möchte, dass wir das hier machen. Wir gehen mal auf Stärke 80. Kriegen wir auf jeden Fall bessere Waffen. 70 bis 81, das ist schon eine Verbesserung, eine deutliche Verbesserung. Ja, ich freue mich drauf, echt. Oh, ich habe jetzt gerade eine Doku geschaut mit Zac Efron. Der Typ aus High School Musical. Gott, wie heißt das denn jetzt? Um die Welt mit Zac Efron. Das ist so eine Art Doku. Da besuchen sie die Länder in der, also deren Essen und sowas, um so wenig CO2-Ausstoß und sowas, ja, sehr mit erneuerbarer Energie und sowas. Ist sehr, sehr interessant, Leute. Das kann ich nur euch empfehlen, auch wenn ich es jetzt sehr, sehr schlecht erklärt habe. Aber da geht es halt um die Zukunft. Ja, also was man noch verbessern kann in der Zukunft und so. Und ja. Darum geht es hauptsächlich. Och Mann, ey, jetzt komme ich ja schon wieder nicht durch. Kann ich da runterspringen? Danke. Oh Gott, der Creeper, der ist schon noch ein bisschen heftig. Aber das müssen wir alles schaffen hier. Wann? Ah ne, darüber haben wir gesprochen, stimmt. Darüber muss ich jetzt nicht reden, ja. Vikings habe ich auch bald durch. Oh, warte, wir müssen noch nach rechts gucken. Für die 100% Leute, die wir letztes Mal nicht erreicht haben, das war richtig traurig. Fand ich zumindest sehr traurig. Ich hätte gerne die... Oh Gott, zwei Creeper, ich raste aus. Halleluja. Okay, wir warten hier mal kurz. Bleib weg. Okay, sehr gut. Sehr gut, genau. Vikings habe ich bald durch, ja, bin bei der 5. Staffel, jetzt circa in der Mitte. Ja. Habe ich aber eigentlich überhaupt keinen Bock mehr weiterzuschauen. Aber ich werde es natürlich noch beenden. Ich glaube, die Serie hat sogar 6 Staffeln, ne? Aber ich glaube bei Netflix sind nur 5 zurzeit. Glaube ich. Bin nicht hundertprozentig sicher, Leute. So, komm, gib mir mein L hier. Danke. So, wo ist der jetzt hingeflüchtet? Okay. Hä? Da war einfach auch einer. Das ist doch hier ein Witz, oder? Oh mein Gott, Leute. Das Leben ist hier schon verlieren. Oh Gott. Ist das hier noch einer? Okay. Oh Gott. Alter. Wir sind ja gerade 2 Minuten im Dungeon und sterben schon fast. Ich glaube, die Schwierigkeitsgrad ist doch noch ein bisschen zu schwer. Aber wir probieren es einfach. Probieren geht über Studieren. Jetzt gib mir bitte mein L. Danke. Ach, da ist noch ein Creeper. Die verstecken sich ja auch überall. Im Büschen. Da bist du. Weg mit dir. Oh, endlich. Puh. Puh, puh, puh. Ja, wollen wir mal weitergehen, ne? Da. Oh. Axttypen, okay. Ah, so habe ich euch. Super. Ja, weg explodiert ist. Das fand ich cool. Oh Gott, überleben die viel. Oh Gott, weg mit euch bitte. Danke. Ist noch einer. Nee, komm, weg. Alles weg. Oh Leute, soll ich wieder über meinen Traum erzählen? Ich habe geträumt, ich wäre eingeladen worden von der Schule, nochmal vorbeizuschauen. 10 Jahre.
seit meinem Abgang. Da dachte ich mir so, ja, okay, aber ich habe die Schule ja irgendwie mittendrin gewechselt. Aber trotzdem haben sie mich eingeladen. Das fand ich dann schon ein bisschen seltsam. Ich bin dann der Einladung dann gefolgt, ja. Dann war es so, dass man dann seine ehemaligen Lehrer getroffen hat. Und man dann immer in irgendeinem Raum geschickt worden ist, ja. Dann hatte ich als erstes meine alte Deutschlehrerin da im Raum stehen. Fand ich dann auch in Ordnung, okay, cool. Wir waren immer circa zu dritt. Zu dritt waren wir dann immer da. In einem Raum. Zu viert mit der Lehrerin zusammen halt. Und... Oh, eine Sense. Oh, cool. Die war sogar... Oh. Was ist denn jetzt hier? Ach, da. Okay. 80! Aber die Sense ist blöd, oder? Oh, ich finde die Sense ist viel zu langsam. Tut mir leid, Sense. Auch wenn du echt gut bist. Genau. Da, dann haben wir so ein bisschen über die Zeit zugeredet, war ganz schön eigentlich, auch wenn ich die anderen zwei nicht kannte, die mit mir da am Tisch saßen. Aber, naja, die daran. So, dann wurden wir weitergeschickt. Und dann hörten wir auf einmal so einen Alarm. Beziehungsweise wir ignorierten den Alarm und sind dann einfach zu dem Lehrer hingegangen, ja, wo wir dann hin mussten. Und dann habe ich so gefragt, also innerlich, also ich habe es noch nicht laut gesagt, habe ich so gesagt, ich hatte doch bei Ihnen doch nie Unterricht, was mache ich hier? So, und dann hat er uns gefragt, oh, schön, euch wiederzusehen. Wie geht's euch denn? Dann ich so, ich glaube, ich kenne sie gar nicht. Ich glaube, ich hatte nie bei Ihnen. Hä, wirklich nicht? Und dann die andere, das war ein Mädchen, die dann so, ich glaube, ich hatte bei Ihnen auch nicht. Also, ich glaube, hier liegt jemand falsch vor. Und dann ging nochmal der Alarm an und dann ging eine Durchsage herum. Es sollen sich bitte alle sofort in die Aula aufmachen. Und ja, wir haben uns dann so seltsam angeschaut und dachten dann schon irgendwie, okay, seltsam, alles seltsam jetzt hier. Was wird das? Wieso müssen wir jetzt weitergehen? Wir sind aber irgendwie nicht in die Aula aufgebrochen, ja? Weil dann kam doch die mit, also kamen dann so Gerüchte auf, übers Handy und so. Angeblich soll hier irgendwo ein Mörder sein. Und wir dachten uns dann schon so, oh Gott, wir kennen ihn nicht. Wir haben ihn noch nie gesehen. Das könnte vielleicht einer sein. Es war richtig seltsam, Leute. Dann ist einer auf die Toilette gegangen, hat gesagt, sie müsste auf Toilette. Dann war sie dann auch halt weg. Und kam dann später auch nie wieder. Ich glaube, die war ganz schön schlau, ja. Aber dass wir nicht mit dem Typen da zum Dings gegangen sind, ne? Das hat beide ja auch nicht. Weil irgendwie war das ja nicht so schlau, dass er die einfach dann weggehen lassen hat, oder? Es sei denn, er war gar nicht der Mörder. Das wurde nie aufgeklärt. ich kann mich dann nur noch erinnern, irgendwie ein paar Stunden später, also auf einmal lag ich dann irgendwo. Dann hatte ich mein Handy halt ganz, ganz gut versteckt. Und zwar zwischen den Eiern. Da hat mich der Mörder nämlich nicht hingepackt. Ja, und dann konnte ich meine Schwester, auch wenn ich keine habe, anschreiben. Beziehungsweise Hilfe. Hier ist ein Mörder. So, das habe ich dann geschrieben und ja, dann bin ich eigentlich aufgewacht. Also war sehr, 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 sehr interessant. Ich fand den Traum auch gar nicht schlimm, also als Horrortraum habe ich den irgendwie gar nicht abgestempelt. Ich fand den echt sehr unterhaltsam für mich. Ja. Aber das sehen bestimmt nicht alle so. Oder neben ist so geschillt auf. Naja, ein Traum ist ein Traum und, oh Gott. Puh, haben wir geschafft. Aber das Gebiet hier ist immer so groß, ne? Na gut. Gut. Ja, das war mein ganz, ganz cooler Traum. Hier hinten war, glaube ich, immer eine Kiste. Genau. Das haben wir hier bekommen. Oh, Sicheln. Auch auf 80. Also, ich fasse das nicht, dass sie alles auf 80. Ich finde die Sicheln ja sogar ganz schön cool, eigentlich. Aber ich glaube, mein...
aber ist auf 80. Wie viel Schaden machst du? 514. Puh, das ist schon heftig, ey. Aber die sind gewöhnlich. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Achso, jetzt habe ich die Sicherung ausgerüstet, ne? Ich würde die eigentlich ganz... Ups, ich wollte keinen Blitz machen. Doch, ich habe die verzaubert. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Waffe dann ausrüsten will. Oder nicht. Ja. Nach dem Traum bin ich halt aufgewacht, dann war es so circa... Ich glaube 0 Uhr. Dann habe ich erstmal komplett Kopfschmerzen gehabt. Aber nur links. Dann habe ich mir irgendwann, weil ich nach einer Stunde nicht mehr einschlafen konnte, habe ich mir dann eine Kopfschmerztablette. Ich nehme eigentlich überhaupt keine Tabletten. Was Kopfschmerzen oder sowas. Aber ich wollte unbedingt schlafen. Ich wollte jetzt nicht um 0 Uhr wach bleiben. Dann habe ich gesagt, komm, eine Tablette schadet jetzt nicht. Komm, ich nehme die jetzt. Die Schmerzen haben mich auch nicht nachgelassen. Es war schlimm. Es war echt schlimm. Weil dann konnte ich irgendwann doch nochmal einschlafen. Dann habe ich auch eigentlich, glaube ich, was Schönes geträumt. Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut auf den Morgen, dass ich das euch erzählen konnte. Aber ich habe leider vergessen komplett, was ich geträumt habe. Obwohl ich mir das irgendwo aufgeschrieben habe. Aber ich wusste nicht mehr wo. Vielleicht habe ich es mir auch nur im Traum aufgeschrieben, weil es so cool war, der Traum. Aber irgendwie ist er jetzt verblassen. Oh Gott. Falle. Da kam ich nicht mehr raus. Wo ist der Magier? Da muss er hier hinten sein. Ah, da oben vielleicht. Oder? Weiß nicht. Ja doch, könnte da oben sein. Ja, da ist er. Oh Gott, da waren zwei. Oh Gott, ey. Und da ist noch eine Sichel. Bin ich so der Fan von Sicheln? Ich weiß noch, in der Grundschule, da hat sich jemand als diesen Sensenmann verkleidet. Oh Gott, da bin ich ja voll rein. Und das war schon... Fand ich das schlimm? Ich weiß es selbst nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so schlimm fand, aber auf jeden Fall hat sich jemand... verkleidet als ein Sensenmann mit einer Sense in der Grundschule. Das war schon ein bisschen seltsam. Auf unserer Grundschule gab es eh sehr seltsame Gerüchte, ey. Und das von kleinen Kindern, ey. Es wurde immer gesagt, dass im Wald irgendein Mann ist, der böse ist. Irgendein Mann mit einem Messer wurde da mal gesehen, ja. Polizei war auch oft genug da. Aber es wird natürlich nie was gefunden. Ich glaube, das waren eh nur Gerüchte. Dann wurde uns nämlich auch verboten, durch den Wald nach Hause zu gehen. Obwohl das der kürzeste Weg zu meinem Zuhause zumindest damals war. War schon ein bisschen blöd, fand ich immer. Weil sind ja nur Gerüchte, ne? Sind ja nur Gerüchte. Und da nie was gefunden worden ist, ne? Behaupte ich immer noch, dass es nur Gerüchte sind. Oh, das ist ein Schalter. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wir haben ein Secret gefunden. Oh, sehr cool. Damit habe ich jetzt am wenigsten gerechnet. Aber ich dachte mir schon, hey, die Tür, die sieht komisch aus, die Wand. Da muss doch was passieren. Sehr gut, aufnehmen. Sehr cool. Haben wir ein neues Secret. Nice. Das zweite, glaube ich, erst, ne? Ja. Ich meine schon. Super, dann geht's weiter. Ja. Okay, hierher kann man auch gehen. Hier ist aber nichts. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Heute gibt's außerdem Spaghetti. Denn ich hab Hunger auf Hackfleisch. Auf Spaghetti. So, am Freitag mache ich mir nochmal Pizza. Denn Freitag kommt ja die Nimue-Serie The Cursed. Ich weiß, Leute, ich nerv euch schon bestimmt damit, aber ich sag euch, es
wird, glaube ich, mein Highlight 2020 sein. Was Serien betrifft. Geht's denn hier lang? Achso, da unten hin, okay. Und das muss natürlich gefeiert werden, deswegen mache ich den Tag irgendwann nachts. Für den letzten Tag habe ich nämlich keinen Mixer benutzt. Das heißt, ich kann dann den Tag auch mitten in der Nacht machen. Das stört dann gar nicht. Beziehungsweise so um 22 Uhr, dann kann er 2 Stunden ziehen, dann mache ich daraus 2 Kugeln und die können dann, ne, sich ausdingsen bis morgens früh, bis ich aufwache. Dann mache ich mir Pizza zum Frühstück. Oh, lecker, lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. So, und du, nee, lass mich jetzt mal hier in Ruhe. Du machst mir genug Schaden. Danke. So, oh Gott, wie sind hier denn, ey? Also er schmeißt mir da. Hat er super geklappt. Egal, der ist weg. Egal. Egal. Ah, oh, ich wollte gestern eigentlich diese Herzschlag-Sendung sehen. Aber vielleicht schaue ich die mir gleich noch an. Bei auf Join dann wahrscheinlich. Lief, glaube ich, auf Sat.1, meine ich zumindest. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ist irgendwas mit Promis und sowas schaue ich halt relativ gerne. Solche Shows. Finde ich unterhaltsam. Finde ich unterhaltsam. So, dann darf ich auf jeden Fall meinen Podcast nachher nicht vergessen. Also nicht meiner, sondern, ne? Für die Uni. Was ich auch kann. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie lang der heute ist. Falls der schon da ist. Meistens kommt er immer so um 9 Uhr. Wir haben gerade 8.41 Uhr. Bin seit ungefähr 5 Uhr wach. Na, 4.59 Uhr genau genommen. Ja. Bin gestern aber auch früh ins Bett gegangen, ne? Weil ich Kopfschmerzen hatte. Ich glaube um circa so um 19 Uhr? Ne, warte, 19.30 Uhr circa. Genau, 19.30 Uhr. Dann habe ich mich schlafen gelegt. Fand ich eigentlich auch immer noch eine gute Entscheidung. Und ich bereue sie nicht. Bereue sie nicht, weil ich ja eigentlich. Ich habe mir eigentlich den Wecker gestellt für 4.30 Uhr heute, dass ich dann joggen gehe. Aber ich dachte mir so, oh, ich hatte gestern jetzt Kopfschmerzen, dann ist das vielleicht nicht ganz so gut. Gut für mich. Habe ich sein gelassen. So. Kommt her. Oh, der Illidja. So, ihr seid sehr, sehr gute Gegner gewesen. Wer kennt euch? Magia, okay. Magia weg. Bam, weg mit euch. Wow, super. Super, und dafür gibt es nur so eine Kacke hier. Naja, zumindest ca. 50 Dinger da. Und wir sind mal schneller, das gefällt mir schon mehr. Schalter betätigen. Und Blitz. Bam, sehr schön. Ah, du, 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 du. Hui, bam, 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 bam. Schneller ich. Oh, und ich glaube nicht. Okay. Ich liebe dieses Spiel. Habe ich schon lange nicht mehr gedacht, ne? Ich finde das immer noch cool. Macht auch immer noch sehr, sehr viel Spaß. Manche behaupten halt, es sei zu leicht. Das ist auch in Ordnung für mich. Ich brauche kein ultra schwieriges Spiel. Ich brauche einfach ein Spiel, was mir Spaß macht. Und dieses Spiel bietet mir das eigentlich ganz gut. Boah, ich werde ja sowas von hoch geheilt, wenn ich so einen Zombie-Typen da besiege. Sehr krass, cool. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, Abtischen essen. Immer lecker, lecker. Ist er weg? Ja, ist weg. So,
Und runter damit. Sind wir schon gleich beim Schluss? Weiß ich nicht. Aber hier sind noch ein paar schöne Vasen, die uns nicht so viel bieten, wie ich erhofft habe. Also gefundene Geheimnisse haben wir schon alle, okay. Ist in Ordnung. Rest wird sich dann wohl noch zeigen. Hier war glaube ich die Stelle mit der Hexe, ne? Bitte. Ich hab schon. Weg. Geh mal bitte weg. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Für die Blumen. Eigentlich wollte ich heute überhaupt nicht so klein, aber dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich doch was. Denn ich war sowas von gefesselt von der Doku von Zac Efron. Und der andere Typ, dessen Namen ich gerade nicht weiß, bin bei Folge 5, glaube ich, habe heute Morgen angefangen. Und ja, mega cool. Und man lernt so viel von der Doku mit, tatsächlich. Ich wusste nicht, dass Irland so ein fortschrittliches Land ist, was erneuerbaren Energien betrifft. Ich finde das echt spannend. Wirklich spannend. So, weg mit dir bitte. Danke. Hier ist aber nichts. Okay. Stell dir mal vor, das Schwein wird stärker. So, da Blitz. Danke. Ich muss mal eben hier Edgar fangen. Und da habe ich's. Oh, ein schönes Schwert. Wir haben eine bessere Feder. Das ist natürlich mega cool. 3,7 und das 3,8. Okay. Und ein Schwert. 74. Sollen wir das mal nehmen? Das ist ja richtig oldschool, wenn wir das jetzt echt nehmen. Oh, ich wollte da gar nichts machen. Okay, dann machen wir mal hier die Verzauberung weg. Und verzaubern hier. Ich habe schon gesehen, hier ist dieses Wirbeln. Das soll richtig cool sein. Nach Besiegen einer Kämpfe besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass eine angeschlossene Zeit um... Oh, okay. Steckt Kreaturen 3 Sekunden lang Brand, wodurch Schaden über Zeit verursacht wird. Ein Angriff verhängst du für 15 aller Gegner in der Nähe. Wir nehmen Verzauberung, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht die allerbesten Verzauberung und meine Hand ist gerade eingeschlafen. Aber, ja. Ich denke, das müsste passen. So, hier. Sehr schön. Oh, ich mag glaube ich diese Wellen. Die Wellen, die finde ich mega cool. So, weg mit euch bitte. Aber warte, ich muss nach rechts, dann gehe ich lieber nach links erstmal. Alter, geht mein Schwert vielleicht manchmal sogar automatisch los? Das wäre ja lustig. Da ist noch einer. Ah, weiter geht's. Das letzte Zuhause. Ein sehr, sehr interessanter Name. Oh, ich bin aber mit der Reichweite etwas eingeschränkt, würde ich sagen. Aber ich finde es cool, dass sie alle wegen Feuer sterben. Finde ich echt lustig. Ja, sehr lustig, wenn andere Menschen sterben. Ja, ich weiß, Leute, ich weiß. So, weiter geht's. Oh Gott, Magier. Okay. Aber der schläft. Der schläft tief und fiest. Nee, 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 du greifst mich nicht an. Oh, da haben wir noch eine Kiste. Das ist auch nicht, keine schöne Kiste gewesen. Ich bin doch. Nee, ich bin nun richtig gelaufen. Für meine Verhältnisse bin ich richtig gelaufen. Oh, überall Sackgassen, das macht nichts. Hallo, hallo, ihr Kühe. Und hier geht's dann weiter.
Redstone. Oh, Redstone Golem ist hier. Oh Gott, vollkommen daneben. Ich mach Blitz einfach. Ich denke. Oha, macht das wenig. Ich dachte, das würde so viel machen. Das macht überhaupt nicht viel hier. Hilfe. Nochmal Blitz. Feuerwerk. So, hier. Schnell Pfeile drauf. Oh Gott, ich konnte nicht nach da. Weil da war zu viel. So, jetzt aber. Oh, ist er weg? Ja. Oh, leider nichts Besonderes bekommen. Schade. Schade, schade. Verzauberte Kuh, ja, die macht, glaube ich, nichts. Außer brennen. Hier haben wir das. Und weg mit dir. Super. Oh, die Spinnies. Na, geht mal bitte weg von mir, danke. Oh, oh, ich bin nicht weg. Ich bin nicht weggekommen. Ich bin nicht weggekommen. Oh. Ich wollte hier das machen. Okay. Also ich kann jetzt niemanden mehr zurückstoßen wie vorher. Vor allem nicht, wenn es mehrere Gegner sind. Hier mache ich Blitz einfach. Super. Und aber für die Dinger reicht es noch. Also Speer sollte ich dann doch vielleicht in der Zukunft wieder bevorzugen. Denn Speer ist cooler. Auf jeden Fall cooler. Creeper, ich muss weg. Und du gehst auch weg, danke. So, eben heilen hier. Ich weiß nicht, wie weit es da noch... Achso, da geht es komplett weiter. Okay. Dann heilen wir uns eben. Sehr schön. Das macht mir aber nicht so viel schneller. Na, wie weit geht's denn hier noch? Ich bin neugierig, ich bin neugierig. Oh Gott. Oh, ich habe so viele Pfeile eigentlich, ne? Kann ich ja eigentlich schon. Und ab wie das. Oh Gott. Da ist jemand. Da war einfach jemand. So. Oh Gott. Was ist das denn? Ach, weil die verzaubert waren? Och man, okay, ich muss doch aufpassen. Von jetzt muss ich auf jeden Fall aufpassen. Och man, jetzt habe ich einfach alle Leben weggeschmissen oder was? Das ist ja hart. Blitz bitte. Danke. Och ne, das ist Creeper, ey. Geh weg, Creeper. Danke. Oh. Oh, was mache ich denn hier? Ich weiß es nicht, Leute. Blitz. Weg, weg, weg. Danke. Puh. Einfach mal da reinschmeißen. Sehr schön. Und du gehst auch weg, danke. Und geht bitte alle mal weg hier. Ich brauche jetzt hier Sicherheit. Einfach reinballern, Leute. Einfach reinballern. Oh, der hält aber echt viel aus. Die hätten alle viel aus. So, weg. Jetzt bleib bitte weg, danke. Und weg mit dir. Super. Und ich bin da. Nice. Okay. Dann gehen wir weiter. Hier können wir mal Pfeile spammen. Aber das braucht man eigentlich gar nicht, oder? Nee. Er brennt jetzt hier schön, super. Also einzeln gehen die Gegner tatsächlich gut. Gut weg. Wenn es mehrere sind, dann wird es etwas schwieriger. So, ich warte jetzt einfach mal hier. Sehr schön. Oh, guck mal, One-Hit. Hier habe ich One-Hit gemacht, einfach. Sehr schön, ey.
Du gehst auch weg, danke. Hallo, bleib hier, Spinne. Danke. Danke, danke. Nochmal ein paar Pfeile. Wie viele Pfeile kriege ich eigentlich? Boah, 90. 90 Pfeile kriege ich. Ist natürlich sehr schön. Guck mal, da kann ich sehr, sehr schön hier rein spammen. Rein spammen, wie ich hier will. Hihihihihi. Ja, da haben wir auch noch Pfeile. Sehr schön. Da haben wir noch einen Magier. Es hat sich ausgemagiert. Ausgezaubert. Bam, 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 bam. Oh, ich bin Legolas. Oder Katniss Everdeen. Oder Susan Pevensey. Oh Gott, das ist creepy. Ein Creeper. Oh, einfach mal reinschmeißen. Vielleicht haben wir ja was getroffen. Da hinten ist auf jeden Fall was. Und die kommen jetzt alle. Da war was. Wieso habe ich da den Dings? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nehmen wir das mal mit. Ja, noch einen Bogen. Einen besseren, einen langen Bogen. Wir hatten auch schon einen 80er Bogen, oder? Ne, den habe ich mir eingebildet. Bis 9.00. Obwohl der lang speziell für Jagd entwickelt wurde, kann er auch im Kampf nützlich überhaupt. Muss man ganz kurz gucken. Der ist schon langsam, würde ich sagen. Und der ist auch nur ein besser. Ja, ist nur ein besser. Okay, lohnt sich nicht so. Lohnt sich nicht. Hab ich so befunden. Oh, ich komme gar nicht hoch. Okay. Sehr schön. Nee, bleib du mal bitte weg. So. Ach, was sind das viele hier immer? Ah, ja, läuft. Läuft noch gut. Auch weg. Sehr schön. Hier ist jetzt gleich das Dorf. Ich bin gespannt, wie sie mich empfangen, Leute. Aber ich glaube, die wollen mich gar nicht empfangen. Guck mal. Oder die kommen alle, um mich zu begrüßen. Oh, das ist aber nett. Das finde ich echt nett von denen. So. Da machen. Ach Gott, da wollte ich nicht blitzen. Oh, ich wollte den da blitzen. Gut, getroffen habe ich. Gut, ich nehme keinen Schaden. Das ist in Ordnung. Aua. Und Heilung. Und jetzt sind das viele wieder hier. So, aber einen schaffe ich. Super. Blitz bitte. Oh Gott, er lebt einfach immer noch. Das ist gar nicht gut. Irgendwann müssen die doch da keinen mehr haben, oder? Oh Gott, von wo, von wo, von wo? Ach, durch den Magier oder was? Okay. Oh Gott, erstmal heilen jetzt hier. Puh. Das war ja schon wieder was hier. Okay, weiter geht's. Okay, da unten ist das Dorf. Ich hab eine Truhe übersehen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie ja schon. So, da ist der Ausgang. Ich gucke jetzt einmal hier durch. Irgendwie fehlt mir nämlich eine Truhe. Oh. Okay, komme ich da nicht rüber? Nee. Good to know, ne? Good to know. Wir haben noch eine Vase. Hallo Truhe, wo bist denn du? Ich heil mich mal lieber, sicherheitshalber. Ah, da ist die Truhe. Auch mal wieder so eine langweilige Truhe. Was ist da hier? Ach man.
Wegen den Paaren habe ich jetzt das gesucht, oder was? Toll. Okay, Glocke klingelt. Sind jetzt mal eben zurück. Und schauen uns das Ganze hier gut an. Noch läuft es. Ich mach mal da einfach sowas da rein. So, und weg sind die meisten nämlich schon. Ach, die gehen ja auch noch klar. Also die finde ich nicht so schlimm. Wenn man, vor allem wenn man so einen Wirbel hat, dann ist das echt nicht schlimm. Oh Gott. Eben hier ein bisschen damit arbeiten. Ich habe ja noch genug. Meine läuft ganz gut so. Mein Teil ist Maria. Den möchte ich nicht aktivieren. Oh, da ist noch einer. Oh nein, das ist so ein Maria. Okay. Oh, aua, aua, aua. Daran habe ich nicht gedacht. Huch, ich wäre fast reingerannt. So, jetzt müsste ich ihn aber gleich haben. Stell ich ihn vor ihn, danke. Und weg, weg, weg mit ihm. Danke. Sehr schön. Jetzt natürlich noch die kleinen Viecher hier. Aber die haben wir auch. Super. Sehr, sehr gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Cool. Haben wir das Secret gefunden? Sehr schön. Wir haben auch geschafft. War schon ein härterer Dungeon, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir eine coole Waffe. Fände ich nämlich ganz schön cool. Oder ein neues Amulett. Feuerwerksrakete wäre besser. So, auf Stufe 80 wäre schon cool. 95%, okay. Was haben wir da? Schönes. Ah, ein verseuchtes Leuchtfeuer auf 80. Oh, das ist auch gut. Ja, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Wir könnten eigentlich mal in diesen Tempel reingehen. Was ist das hier? Ne, das war unser Haus. Der war hier hinten irgendwo, ne? Ich bin mir nicht mehr so sicher, wo der war. Ich meine, der war hier hinten. Da. Nee. Hier gibt es später ein Portal. Habe ich vorher, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ah, hier. Hier war's. Hier war der Tempel. Gucken wir hier mal eben rein. Wie viele uns noch fehlen, ne? Ich glaube nur 3 oder so. Oder gibt es die in jedem Level? Nee, ne? Ich meine nicht. Oh, der Hund. Sieht aus, als ob uns nur 2 fehlen würden. Oh nee, warte mal eben. Wenn ich meinen Kopf höre, dann sehe ich auch noch die anderen Symbole darunter. Also 3, 6. 12. Und rechts und links sind, glaube ich, nur einfache Säulen, glaube ich. Okay, cool, Leute. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.